Ich komme in das Wohnzimmer rein und was sehe ich dort? So, ich mache mir jetzt hier gerade so ein bisschen Grießbrei. Ich liebe den über alles. Ich bin natürlich hier wieder absolut im Flodder-Look. Aber ich mache mich gleich fertig, weil wir heute ein bisschen rausfahren. Fahren, Leute, fahren! Ich freue mich so tierisch, das hat endlich geklappt, ey. Das waren jetzt fast 6 Monate ohne Auto. So, ich habe hier einmal Milasan Folge mich 3 und einmal Baby Dream Folge mich 3. Beides trinkt er nicht. Es hat schon mal eine halbe Flasche davon ausgetrunken, aber jetzt auch nicht so, ah ja, geil. Ne? So war das jetzt leider nicht. Mein Mann ist wieder da, ich bin so happy. Hallo. Hallo. Mit Autoschlüssel. Ich habe das Auto noch nicht gesehen. Ich habe auf den Balkon geguckt, aber er hat gesagt, es war in der Nacht, als er gekommen ist, war es so voll. Er hat keinen Parkplatz gefunden. Und ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich freue mich mega. Also ich freue mich wirklich sehr. Dann würde ich sagen, lass uns einfach mal das Auto anschauen. Bitte erwartet jetzt nicht, dass wir hier einen Porsche fahren oder so. Schön wäre es natürlich, aber nein. Wir sind ein bisschen bescheiden. Wichtig ist erstmal, dass es sicher ist und dass es uns von A nach B bringt. Also lass uns erstmal jetzt das Auto angucken. Oh, schön. Was ist das überhaupt? Ach so, ein Fokus. Oh. Die Farbe ist ja so schön, so Bordeaux. Weil hier in der Türkei ist man ja immer nur weiß gewohnt. Weiß, weiß, weiß. Hamza passt noch in seine Cloud-Q-Schale. Nur es wird langsam eng und deswegen müssten wir jetzt eigentlich noch eine neue Autoschale holen. Ja. Angebot ist überwältigend, deswegen bin ich jetzt auch gerade überfragt, welche Autoschale jetzt natürlich am sinnvollsten ist, beziehungsweise hier Reboarder. I don't know. Hamza! Hamza! Ach so, Update Augenbrauen, by the way. Läuft. So, wir sind jetzt in unserem neuen Auto auf dem Weg Richtung Ebebeck, weil wir nochmal einen Autositz für Hamza angucken wollten, uns mal die Preise angucken. Ich habe immer keine Lust, hinten zu sitzen. Oh, was für eine Rahmenmutter, du schlimme Mutter. Nee, aber ich finde, er sollte auch lernen, sich ein bisschen alleine zu beschäftigen und nicht, dass ich dann immer hinten mitsitzen muss und schon gar nicht bei so kurzen Strecken. So, dann wollen wir mal schauen, was es da so Schönes gibt. Auch zum ersten Mal gesehen, was ist das? Was es alles gibt hier? Gibt's doch gar nicht. So. Dann lass uns mal gucken. Guck mal. Da, wo der Test der Billet ist, da kann man erstmal testen, wie die da drin sitzen, ob die gut reinpassen. Das wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ich wollte eigentlich einen Reboarder haben, aber ich glaube, die haben hier keinen Reboarder. Müssen wir gleich mal gucken. Hallo, wir sind jetzt hier heute bei Oma in Pendik und meine Oma kennt ihr ja, schmeckt viel. Sie hat uns zum Iftar-Essen eingeladen und ja, gleich wird gegessen und schaut euch mal Pendik an, wenn zur Iftar-Zeit. Es ist leer, also wenn ihr was in Istanbul unternehmen wollt. Ahokundo. Guck mal, wie leer. Also das ist für uns ziemlich leer, weil hier ist es immer relativ voll. Und ihr hört auch gerade, es ist Gebetsruf und jetzt wollen wir essen. Hamza, komm mal hierher. So, wieder zu Hause. Ich habe mir jetzt was vorgenommen. Ich glaube, ich habe den schlimmsten Kühlschrank überhaupt. Also, wenn ich den aufmache, das macht mir überhaupt keinen Spaß, das anzugucken. Beziehungsweise, da ist nichts drin. Und dann ist hier auch noch alles ausgelaufen. Also, ich muss diesen Kühlschrank jetzt mal richtig schön sauber machen und hier mal ein bisschen was sauber machen. Ich fange jetzt erstmal damit an, dass ich da unten diese Schubladen einfach mal in die Spülmaschine packe, dass das einfach mal schön desinfiziert wird. Da ist nämlich dieses Sherbet ausgelaufen, also diese Kompost. Oh Gott, scheiße.
Und dann nehme ich die Seitenteile hier ab und dann auch in die Spülmaschine rein. Die Seite ist jetzt hier fertig. Alles war in der Spülmaschine, alles blitzeblank fertig. Und ich würde jetzt hier eigentlich so gerne so kleine Quadratplastikdinger kaufen, damit ich so ein paar Sachen da reintun kann und die nicht da lose drinnen liegen. Aber mal gucken, ob ich da was finde. Und ja, jetzt muss hier dieser ganze Scheiß eigentlich wieder eingeräumt werden. Aber ich glaube, ich werde jetzt eine Menge aussortieren. Ich habe jetzt den oberen Kasten abgemacht, aber ich bezweifle, dass das so sauber wird. Aber kann mir mal einer sagen, warum jetzt hier die Spülmaschine ausläuft? Aha. Nee, die ist doch zu. Doch, die ist zu. Warum läufst du jetzt hier aus? Oder wo kommt das Wasser jetzt her? Kommt definitiv von hier unten. Da sieht man es, dass es runtertropft. Oh, warum? Ah, die kann ich jetzt gut gebrauchen da hinten. Ey, einmal wollte ich, dass dieser scheiß Kühlschrank sauber ist und gleich ist hier Überflutung, ey. Siehst du, ne, Olum, wie doof deine Mutter ist? Wir sind jetzt in der Metro. Das ist in der Jugendstadt. All dem muss auch wieder jetzt auch da. So, wir sind jetzt hier in der Metro ein bisschen einkaufen. Und ich glaube, er dreht hier nämlich gerade richtig durch, weil er Hunger hat. Ja, ich weiß. Bis jetzt haben wir nur Getränke gekauft und ich habe mir hier diese kleinen praktischen Pfannen gekauft. Und ja, dann wollen wir mal ein bisschen hier durch die Metro schlendern. Varmış. Ne? Anlamadım. Ich glaube, Sami dreht hier gerade richtig ab. So viel Joghurt, wer soll denn so viel Joghurt essen, bitte? Und dann hat er hier Helva gekauft. Und jetzt möchte er zu Öfter Nudeln haben, diese Fertignudeln. Also, das sieht mir hier ja jetzt mal gar nicht gesund aus. Aber ich habe bis jetzt nichts gekauft, Leute, nichts. Na, das war ein teurer Einkauf. Gar nicht meinen Kühlschrank gezeigt. Das wollte ich jetzt nämlich noch nachholen. Also ich habe ihn sauber gemacht und jetzt sieht das so aus. Also, come on. Wie geil sieht das bitte aus? Alles schön sauber geordnet. Und auch hier alles picobello sauber. So macht das auf jeden Fall Spaß, wenn man den Kühlschrank aufmacht. So, die kennt ihr wahrscheinlich alle. Das sind zwei kleine drin und die mache ich jetzt eine nur, weil ich die für Sami gekauft habe. Aber er hat die noch nie probiert. Und deswegen werden wir jetzt mal seine Reaktion filmen. Oh, das sieht doch ganz gut aus, würde ich jetzt mal behaupten. Also es riecht auf jeden Fall gut. Und ich weiß, dass ich damals, als ich dieses Süßigkeiten-Video mit Fuder gemacht habe, das ist uns ein bisschen oben nicht angebrannt, aber es war ein bisschen zu lang im Ofen. Und das sieht gerade ziemlich lecker aus, muss ich sagen. So, Hamza schläft jetzt seit einer Stunde. Und ich laufe hier gerade wieder wie Flatter rum. Auf jeden Fall, hätte ich jetzt ein bisschen Zeit für mich, weil ich mache jetzt einfach wieder gar nichts. Ich will einfach ein bisschen Auszeit jetzt. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles heute erledigt, was ich erledigen wollte. Videos abgeloadet, wir waren einkaufen, Küche ist so lala, gerade mal so sauber, aber es reicht. Ich möchte gerne meine Serie zu Ende gucken, beziehungsweise weiter gucken, weil ich habe 5 Folgen verpasst. Und ich befürchte, dass mein Mann den Laptop im Auto vergessen hat. Wisst ihr was, ich esse jetzt ein Stück Schokopizza, mir ist scheißegal. Hä? Die in Deutschland, die Pizza, die war ein bisschen salziger, die ist gar nicht so salzig. Haben die hier vielleicht eine andere Rezeptur? Interessant. Lecker, lecker, lecker. Entweder es schmeckt ihm jetzt richtig geil oder es schmeckt ihm absolut gar nicht. Okay, schmeckt ihm, glaube ich. Bitte. Hä? Nee, aber ist trotzdem. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist immer morgens ein bisschen frisch, deswegen ist es mir gerade kalt. Habe ich mir jetzt hier einen Strickpullover rübergezogen. Und ich musste gerade die Entdeckung meines Lebens machen. Ich komme in das Wohnzimmer rein und was sehe ich dort? Ohne, dass ich irgendwas sagen musste. Ach, das ist ja ein Traum. Also, er hat das Wohnzimmer aufgeräumt und ich bin... Ey, das hat mir gerade so viel Arbeit abgenommen. Warum können Männer nicht immer so sein? Hallo?
Und natürlich noch eine tolle Nachricht. Hamza ist heute Nacht null aufgewacht. Das heißt, ich konnte richtig gut schlafen. Und woran liegt das immer, dass er manchmal aufwacht und manchmal überhaupt nicht aufwacht? Ich weiß es einfach nicht. Aber hat er gut gegessen oder war es die frische Luft oder was war es? Und dann noch die dritte Neuigkeit für euch. Hamza ist gelaufen gestern von Couch zu Couch alleine. Von hier nach da ist er gelaufen, ganz alleine. Das Rezept muss ich euch unbedingt auf Bakko zeigen. Hoffentlich, wenn es da bald wieder weitergeht. Wir sind nämlich gerade dabei, ein bisschen die... Ja, das eine ist Hamza, der schafft das. Und das andere ist jetzt für mich. Ja, wenn die Bakko-Homepage dann wieder fertig ist. Und das essen wir jetzt. Da kommt jetzt gleich noch ein bisschen Brot rein, damit es für Hamza auch ein bisschen sättigender ist. Und dann geht's los. Gönn dir als Nachtisch, habe ich hier von Zott in der Metro, habe ich das gefunden. I love Montes so much. Und den werde ich mir dann mal als Nachtisch reinziehen. So, einen wunderschönen nächsten Tag. Ich habe was für Hamza bestellt. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das eine Aktivitätsbox. Die sieht so aus. Und also wir haben hier, glaube ich, ein... Das ist ja schön. Ein Abdruckset für seine Hand. Oh, das ist aber süß. Das machen wir doch gleich mal. Dann haben wir eine kleine Erinnerung. Das ist jetzt, das sind halt mehrere Aktivitäten. Und das würde ich natürlich empfehlen, nicht alles auf einmal zu machen. Das ist jetzt hier zum Beispiel eine Aktivität, da kann er halt die Strohhalme so immer da reinmachen und rausmachen und ja, um ein bisschen so die Fingerfertigkeit zu üben. Ah, das sind so Karten, mit denen er halt so lernen kann, was halt verschiedene Sachen, Haare, Nase, Mund und so weiter, dann halt auf Deutsch, dass ich ihm dann das beibringen kann. Ach, das ist also die Box gefällt mir gerade hier richtig gut. Das sind jetzt hier eine Menge Aktivitäten. Guck mal hier, was ist das denn hier? Ach, das ist ein Sandspiel. Da ist auch Sand mit drin. Ach, das ist ja witzig. Was wollen wir denn als erstes machen, Hamza? Hä? Beziehungsweise ich würde jetzt sagen, dass wir nicht jeden Tag was machen, aber ich würde sagen, heute machen wir mal den Handabdruck hier. 1, 2, 3. Ja, super, Hamza. Klasse. Geh mal weiter. So, die Stäbchen, genau. Die kommen jetzt hier rein. Kannst du das machen oder wieder rausnehmen? Warte. So. Nimm mal das Stäbchen da raus. Ja, super. Und jetzt das grüne Stäbchen? Das grüne Stäbchen, mein Schatz. Dağılman bağırıyor. Zengin olsan ne fayda? Davulcu kardeş ağlıyor. Davulumun ucu kaytan. Üstümde kalmadı miltan. Verin ağlar abiler. Alayım üstüme bir miltan. İşte geldi etli dolma. Çok da yiyip göbek salma. Üstüne bir kahve iç. İftardan geri kalma. Hier ein Geschenk gekriegt. Ich habe keine Idee, was hier drin ist und ich bin schon richtig gespannt. Und das, was jetzt hier drin ist, erfahrt ihr dann nächste Woche. Falls ihr mein letztes Video nicht gesehen habt, dürft ihr hier einmal klicken. Hier male ich mir Sommersprossen mit Henna auf. Dann haben wir hier den letzten Mitvlog. Hier oben könnt ihr mich abonnieren und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also bis dann. Tschüss.